Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Disrespect-Formats Diskurs. Das Gast dabei habe ich Titus. Ja moin, was geht ab? So, wir werden ein bisschen über Battle Rap reden. Was ist in der letzten Woche so passiert? Ja, einiges. In den letzten 14 Tagen auch besser gesagt, oder nicht? In den letzten 14 Tagen, stimmt, es geht 2 Wochen. Im 1-Battle, Nico hat gegen Two-Face gewonnen mit 19-5. Letztes Battle of Rappers Inn. Tatsächlich überraschend deutlich, aber wundert mich jetzt auch nicht, dass es so ausgegangen ist. Aber ich hätte schon mit einem knapperen Ergebnis gerechnet. Ich hätte schon gesagt, dass so ein 2-0 oder 2-1 an Nico, also ungefähr kommt das hin. War ein cooles Battle auf jeden Fall. Finde ich auch, wobei ich sagen muss, auch auf das Octagon-Battle kommen wir ja sicherlich auch noch zu sprechen. Ja. Und ich muss schon sagen, dass ich jetzt, wo das TNM-Finale ja auch recht aktuell ist, sagen muss, dass das TNM-Finale vom, sag ich mal, Gesamtniveau der beiden Künstler zumindest mithalten kann für mich. Und auf jeden Fall auch mehr Spannung bei mir erzeugt hat als jetzt die anderen beiden Battles. Kann ich auch nachvollziehen auf jeden Fall. Nee, also ich fand halt, also vor dem Battle habe ich gedacht, das geht recht klar an Neko. War dann doch recht beeindruckt von der Two-Fields-Hin-Runde. Nach den Rückrunden war ich dann aber wieder bei meinem ursprünglichen Urteil. Und was sagst du zum Rappers Inn-Ende, dass jetzt nichts mehr kommen wird? Ja, also erstmal muss man natürlich das auch grundsätzlich in Frage stellen, wie wenn Battle-Rapper sagen, sie hören auf, dann ist es ja auch in der Realität selten dann länger ein Fakt. Ja, ja. Also einmal das, ich weiß nicht, es war irgendwann mal das Gerede, dass das Frau-BT noch kommen soll. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt heutzutage noch angebracht wäre. So. Was glaubst du, wie viele Männer mit Stimmverzerrer mitmachen würden? Oh, weiß ich nicht. Es würde mich bestimmt schon auch irgendwie interessieren, aber ich finde das Format jetzt auch nicht mehr zeitgemäß. Also, nein, das war so ein bisschen sehr explodierend so. Das hat man dann auch irgendwie verpasst, dann das zu machen. Das hätte man 2015 vielleicht machen können oder so, aber jetzt ist ein bisschen spät, würde ich sagen. Das kommt so ein unangenehmen Vibe vom unterer Liga so. Ich glaube allerdings auch, also wenn man sich halt die Klickzahlen im Verhältnis zu den Abonnenten auf dem Rappers Inn-Kanal anguckt, dann ist das halt aus YouTube-Sicht auch also ein bisschen ein gesunkenes Schiff. Und gerade wenn man jetzt nochmal irgendwann was machen sollte, also wenn, müsste man, glaube ich, jetzt was machen. Erstmal wieder so 2 Jahre nichts, nehme ich mal an, und dann kommt so VBT 2024. Ja, ich glaube also, das ist vielleicht auch die Hoffnung in einem. Na, ich glaube nicht, dass das passiert. Ja, also tief in mir hoffe ich schon, dass nochmal ein VBT kommen wird. Auf der anderen Seite, glaube ich auch, man neigt so dazu, das zu idealisieren. Und wenn das gleiche Turnier nochmal stattfinden würde, würde man das vielleicht gar nicht so toll finden. Eben. So, man muss auch ein bisschen die Sachen mal ruhen lassen. Das kann nicht immer für immer weitergehen. Also wenn ich mich entscheiden könnte, ob es noch ein VBT gibt oder eine nächste TNM-Staffel, wäre ich auf jeden Fall ganz klar für die nächste TNM-Staffel. Das muss ich auch sagen. Aber wir haben ja die JMA jetzt so ein bisschen als reichweitenstarken Hoffnungsschimmer in der erweiterten Battle-Rap-Bubble. Warte mal, die JMA? Was habe ich denn verpasst? Das hier von Jay, dem Dämon auf Julian reagiert. Und das ist Jay's Music Area Offer. Area, Von Navex. 5000 Preisgeld, was macht er da? Von Navex inspiriert einfach. Hat er da gute Teilnehmer bekommen? Ja, also er sagt, er hat richtig viele Banger-Qualis und es tut ihm jetzt schon leid. Ich glaube, was, 20 lädt er hoch oder 16 nimmt er an, wenn ich es richtig weiß. Das ist so eine Music-Cypher? Genau, aber man darf auch battlen, also man darf beides. Also halt ein Musikcypher. Genau, aber in erster Linie Musikcypher und er hat schon im ersten Infovideo gesagt, dass, wer war das? Reka, Flo, Krix, aber waren noch ein paar andere Namen. Was? Reka, Flo, Krix? Also, hat er die eingeladen oder sind die dabei? Er hat wohl vorher mit denen gesprochen und die haben gesagt, die machen was. Und das klingt gut. Okay, bin ich tatsächlich positiv überrascht von dem Dude. Ja, und sein Kanal ist ja auch, sag ich mal, schon ein bisschen größer. Also, sein Kanal funktioniert besser als der vom Julians Block Battle. Er hat halt durchgezogen, ne? YouTube YouTube interessiert sich nicht dafür, ob du eine Turnierpause machst. Die versteht nicht mal, was ein Rap-Turnier ist. Also, sagen wir mal, wenn wir das jetzt im Vergleich sehen, bei Jay halt. Es reicht wahrscheinlich schon, einfach die Leute fair zu bewerten, also zu versuchen, dann ist man da schon aus Teilnehmersicht auf jeden Fall besser davor. Zumindest aus so 90% der Leute so.
Ja. Mindestens. Also es gibt immer so den kleinen Teil, der sich über alles aufregen muss, aber 90% machst du halt zufrieden, wenn du einfach vernünftig dein Turnier führst. Wenn die Leute nicht haten, dann hast du auch was falsch gemacht. Ja, irgendwie, dann schaut doch keiner zu, ne? Das Know-how von Julian jetzt grundsätzlich in Frage zu stellen, wäre auch ein bisschen frech. Also ich glaube, der weiß schon so, wovon er redet. Teilweise, wenn, ja. Gerade im Videobereich weiß das auch ja, bestimmt. Ja. Vieles auch Geschmackssache. Wenn ich aber gucke, was er halt in den Bewertungen dann immer, also gerade jetzt, also, ja. Dazu kommen wir jetzt auch noch. Ja, aber, das, oder aber auch nicht, weil JOB, ne? Weißt du eh, was da, weißt du, was passiert ist? Dr. Lukas Frank gegen ja, Kino ja, achso. Ja. Ich dachte, schon wieder was Neues passiert. Achso, nee, das ist das. JOB, einfach das Tryhard-Battle des JOBs, einfach so Dr. Lukas Frank gegen MUA. So textlich rausgehauen, videomäßig rausgehauen und dann im Endeffekt wird es einfach gar nicht bewertet. Also das hat er sich auch nochmal überboten. Ja, also die Geschichte war jetzt, glaube ich, dass Dr. Lukas Frank thematisiert hat, dass er dass MUA einen Ghostwriter hat, ne? Und soweit ich das jetzt hier aus den Kommentaren unter dem Community-Post herauslesen kann bei Julian, war das halt ein öffentlicher Post, wohl auch auf dem Künstlerprofil oder zumindest auf dem öffentlich bekannten Profil. Naja, ne? Also wirkt schon aber eher so, als würde er einfach raushaben wollen, als würde er sich ja, genau, machen wollen. Genau, die Sache ist halt auch, dass halt, ne, privates, das war halt so ein Scherzpost von Morgana war das, glaube ich. Der hat ja so einen kleinen Witz gemacht und der bezieht sich auf den Witz. Das war halt nichts Privates. So. Ja. Ja, und also es war ja schon bei Artis Silva so ein bisschen komisch. Ja. Weil da wurden ja irgendwie Klicks gebottet. Und dann ja, musste er halt eine Analyse machen. Eigentlich smart so, oder? Das muss man eigentlich bei jedem Battle machen, so einfach alles random hin und her botten, so, dann muss er nur irgendwas machen. Ja. Obwohl, naja, muss er offensichtlich nicht, wie man schon sieht. Ja, genau. Also ich glaube, in dem Fall hätte jetzt Dr. Lukas Frank bei der Variante, ich mache keine Analyse und lasse den User-Vote entscheiden, auch gewonnen. Deswegen, wenn wir davon ausgehen, er wollte ihn nicht weiterhaben, hätte das natürlich auch nicht funktioniert. Aber ich muss tatsächlich mal hier die JBW-Community, das tue ich selten, aber ich muss sie mal loben, weil die hier ganz witzig und satirisch teilweise unterwegs ist unter dem ja, Post. Also. Nee, die sind schon, die sind jetzt auch mittlerweile, glaube ich, volljährig geworden, also. Ja gut, das heißt auch nichts. Die letzten sind übrig geblieben, die halt noch alles gucken, so die einfach mit allem zufrieden sind, beziehungsweise einfach nur ihre Witze machen. Hier ist auch sehr schön, er hat ja geschrieben, Dr. Lukas Frank erhält eine Verwarnung. Avo hat hier geschrieben, erhält eine Verwarnung, als hätte dieser Kanal eine Zukunft. Das ist so nice. Aber ja, er kriegt jetzt eine Verwarnung. So, wenn er die nächsten dreimal mitmacht, dann soll er ein bisschen aufpassen hier. So bei meinen Turnieren, die jetzt definitiv noch stattfinden werden. Mal gucken, was dann im Finale kommt. Aber da kommt dann mal wenigstens irgendeine Bewertung, hoffe ich mal. Das sind dann wenigstens die Leute, die ja schon die ganze Zeit das Battle sehen wollte, seit Anfang an. Man müsste jetzt nochmal gucken, ob man nicht vielleicht auch in der MUA-Runde was in dem Sinne Privates findet, dann könnte man das auch nochmal. Ja, er hat zum Beispiel. Ja, kann man sich's leicht machen, ne? Hat MUA gerappt, dass Dr. Lukas Frank immer in Streams chillt. Da könnte man jetzt mal so ganz korinthenkackerisch ja auch sagen. Das ja, war privat. Das war nur der für hat wenige ja da, Leute hat ja, ne? Ja, der hat ja da privat gestreamt, ne? Ja. Also das war jetzt. Dann war es halt nicht im Battle. So. Und ja, er hat nicht während seiner JBB-Runde dort gestreamt. Also, tja, Julian. Aber gut, mein Gott. Bringt sich ja auch nichts drüber aufzuregen. So im Endeffekt sagt man halt einfach, okay, das Turnier ist halt komplett für den Arsch. Wieso sehe ich mir das überhaupt an? So. Wichtiger Disclaimer, PaulTV hat ja auch sein Video vorbereitet mit den Top 100 Runden des gesamten Jahres 2021. Dieses Video wird voraussichtlich bis Sonntag fertig werden und auf dem Disrespect-Kanal erscheinen. Also nochmal kleine Information, was daraus geworden ist. Da haben ja auch einige Leute abgestimmt, also das wurde ja auf mehreren Discords auch geteilt, so der Link zum Abstimmen. Da bin ich gespannt, was in den Top 100 landen wird. Und der Boy hat sich alle 100 Videos runtergeladen und die zusammengeschnitten. Ja. Also müsst ihr das auch angucken und da mal Props da lassen auf jeden Fall. Also der Aufwand, um alles zusammenzusammeln, dann noch alles zusammenzucutten, ey. Da sind sogar Runden bei, die gab's nicht mehr und die hatte er ja dann noch sich irgendwo anders her besorgt. Echt? Ja,
Wahnsinnig. Kommen wir als nächstes mal zum LBS, so, ne? Weil da wurde es ja das Viertelfinale vollständig hochgeladen. Grüße raus an Itchy. Unsere Abstimmung der Woche ist Steinsalat gegen Dandy, by the way. Was sagst du? Du hast das Battle schon gesehen und hast da schon eine Meinung zu, hast du gemeint? Ja, also ich habe es gesehen und ich habe auch aktiv diskutiert, beispielsweise mit Itchy oder auch vielen anderen Leuten. Ich finde zumindest, dass der Ausgang dieses Battles offener ist, als er jetzt von den meisten Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesehen wird. Die sehen in der Regel Steinsalat ja recht deutlich vorne. Recht deutlich, okay. Ja, ich habe auch schon, ich glaube Garuda war das hier im Disrespect LBS-Server, mit wo wir so ein bisschen diskutiert haben. Der hat da tatsächlich dann auch mir zugestimmt, aber ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Wie siehst du es denn? Du siehst es halt so ein bisschen ausgeglichener. Ja, das ist halt, also erstmal muss ich sagen, ich kenne das Bewertungssystem jetzt vom LBS nicht. Deswegen, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, ich war in der ersten Runde noch Juror. Darauf kommt es halt auch sehr an, irgendwie, wie man das gewichtet. Ich muss aber sagen, es heißt ja irgendwie immer, Dandy kann nicht texten, so, dass er irgendwie... Ich finde generell, in dem Battle hat er schon ein bisschen besser getextet. Finde ich also auch, und ich finde halt auch, auf der anderen Seite von Steinsalat war jetzt textlich... Naja, war es auch nicht so großartig im Großen und Ganzen. Waren beides, wie ich finde, ganz normal, ganz stabile Runden. So. Generell hat mich auch Dandy ein bisschen positiv überrascht. Ich habe ja auch ein bisschen immer im Kopf so, okay, Dandy, Text ist jetzt nicht so ultra krass, aber da sind dann auch so im Front und Konter ab und zu ein paar coole Lines da. Steinsalat hat so einen sehr, für Steinsalat sehr untypischen Beat gepickt in der HR. Und ich finde tatsächlich, wenn der Plan da ein taktischer Beatpick war, da ist er nicht so gut aufgegangen, weil er ist nicht so gut aufgegangen. Dandy, also Dandy besser schon auf dem Beat. Tatsächlich muss ich sagen, auditativ finde ich Steinsalat schon ein Stück besser. Ja, okay, okay. Video muss ich auch sagen, obwohl ich das Hinrundenvideo von Dandy ganz nice finde, wie er da immer so durch die. Ja, Video so geht halt Part Steinsalat. So. Ja, Video geht halt ein Steinsalat. Ist aber ganz süß geworden bei Dandy. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und wie gesagt, ich kenne das Bewertungssystem nicht, aber das kann auch an Dandy gehen. Also ich würde jetzt nicht so. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich es jetzt nicht so eindeutig finde, dass es gerade mit einem Punktesystem, wo man alles in Punkte aufteilt, dann eher an Steinsalat nochmal deutlicher geht. Ja, also ich finde das jetzt nicht so, wenn ich das so sehe, würde ich jetzt nicht sagen, okay, wow, krass, Dandy gar keine Chance, aber wenn ich jetzt so mit dem Punktesystem denke, okay, jetzt Audio sehe ich eher bei Steinsalat, Video eher bei Steinsalat, dann macht sich das mit den Punkten schon. Ja gut, also hast schon recht, Video geht dann die auditiv, ja gut. Ja, nur kann man sich drüber streiten, man kann auch natürlich Dandy vorne sehen. Naja, wenn man jetzt auditiv, also Flow und Audio trennt, dann kann der Flow gewinnen, aber Audio wird, ja, glaube ich, schwierig. Dann ist halt der Text entscheidend und ich glaube halt nicht, dass es da reicht. Aber ich finde halt nicht, dass jetzt in dem Battle deutlich wird, dass die einen immens gute Texter sind, was zumindest auf Low Ladder Noob auf jeden Fall zutrifft. Und Dandy jetzt textlich schwach, also sowieso bei meiner Turnierhistorie auch, muss ich ja auch Dandy hier hochhalten. Gerade mit Textfokus ist er ja sehr weit gekommen im RPB. Aber bin ich gespannt. By the way, Leute, ihr könnt immer noch beim SRB einreichen. Die Frist geht jetzt, wenn die News rauskommen, wahrscheinlich echt nicht mehr lange. Ihr habt dann wahrscheinlich noch nur auf das Wochenende. Es ist sowas wie Super Smash Bros., also zwei fiktive Charaktere kämpfen gegeneinander, nur eben in Rap-Battle-Form. Und das genaue Infovideo mit allen Daten findet ihr auch auf dem Kanal. Dann können wir weitermachen mit dem CLT. Richtig. Na, was hast du beim CLT so gefeiert? Erstmal angefangen, das Logo habe ich tatsächlich nicht so gefeiert. Das nicht? Also ich mag so... Schwarz-Weiß mag ich an sich so ein bisschen, die Buchstaben sehen aber so ein bisschen deformiert aus. Ja, also ich finde die Idee mit dem Stacheldraht ganz nice, aber es ist mir entschieden zu farblos. Ich bin ein farbenfroher Mensch, aber gut, das habe ich Chaotic auch vorweg schon gesagt und der ist da sehr angetan, ist ja sein Turnier. Von den, was sind denn jetzt online, 9 Qualis? Ja, habe ich eigentlich auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, jede gefeiert. Auch also gut produziert ist davon auf jeden Fall jeder, muss man schon sagen. Genau. Und auch wenn Basket jetzt zum Beispiel da schon das Debakel erlebt hat. Das Debakel ist auch so gemein formuliert irgendwie. Aber ja. Basket-Quali fand ich tatsächlich ziemlich nice. So. Die war tatsächlich so auch vor allem textlich so mit eins meiner Highlights. Ja, auf jeden Fall, dass ich gesteigert, back wie ein Rücken, naja, Bruder. Ja, okay, ja. Signum, auf jeden Fall ein Banger.
wenn auch, wie von Chaotic ja schon erwähnt, teilweise ja zu lange Zeilen, ein bisschen vom Tempo überschätzt, woran es auch immer gelegen hat. Ich habe, glaube ich, so richtig, dass ich so die Adrenalin-Quali einfach so richtig feiere. So. Also meine Lieblingsquali ist Clickmakers, muss ich sagen. Mhm. Das Roman auch, und Goods. Genau, das finde ich noch ein bisschen krasser. Ich finde tatsächlich Creasy extrem stark. Textlich ist, glaube ich, für mich der Beste bis jetzt. Was ich an sich cool fand, ist halt, dass Yannick seinen eigenen Beat gemacht hat. Der macht ja auch generell recht coole Beats. So. Ja, wobei es schon sehr an SSIO angelehnt. Also ich hatte das Gefühl, diese Hook, die kenne ich mit anderen Worten schon auch von SSIO. Aber ja, hast natürlich recht. Aber Bruder Fischerhut, ne? Also ja, bitte das nochmal überdenken auf jeden Fall. Ja, aber Fischerhut mit Froschfarben und Froschaugen, ne? Oh, ich weiß nicht. Ne, es passt zu dem Buben. Er ist ja niedlicher. Ja, passt. Es gibt doch Leute, zu denen passt Fortnite, aber das ist halt. Ja, gut, okay. Du hast mich ausgekontert. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Die ist die Revanche fürs LRT. Apropos LRT, Lion Dicker, wo ist das Finale? MJF meinte, die sind fertig, oder nicht? Eine Seite ist halt gar kein Problem, die andere Seite ist eher so das Problem und dann wird das Video nicht fertig. Ja, also gegen Ende des Monats wird das wahrscheinlich noch hochgeladen. Ende des Monats? Ich dachte, dieses Wochenende. Och Mann, ey. Das ist ja dieses Wochenende, Ende dieses Monats. Da wird es dann kommen, egal wie es ist. Also, wenn das Video nicht fertig ist, ist das Video nicht fertig, aber Finale ist dann da. Zur Not Rife fragen halt. Einfach Rife fragen, der performt. Beim RBB wurde das 16. Finale hochgeladen. Ich gucke in der Regel die Runden, an denen Jer beteiligt ist. Ich habe mir die Isamaru-Runde angeguckt. Ich habe mir Hara City Squad angeguckt hier von Dandy und Konsorten. Weiß ich nicht so richtige Banger-Battles für mich dabei. Einige Runden, die auf jeden Fall nice sind. Was sagst du zum MRT? Hat dich da irgendwas abgeholt? Oh, hat mich da was abgeholt. Also von den Qualis, die da hochgeladen wurden. Also ich habe jetzt zum Beispiel die von PaulTV gesehen, da hat auch wieder Rosini den Beat gemacht. Genau, stimmt. Das war ja gerade. Ja, also da hat mich auf jeden Fall abgeholt, dass der gute Paul seine Quali per USB-Stick über Luxus am Hamburger Bahnhof hat überreichen lassen. Das waren vier Videos, super. Ein USB-Stick überreicht. Nee, tatsächlich sehe ich, glaube ich, von den Qualis, die ich geguckt habe, auch die Paul-Quali ganz weit vorne. Die Haze-Quali ist noch ganz nice, wie Haze eigentlich immer. Keta-Kids kann ich jetzt bei meinem alten Homie Felix natürlich auch nichts gegen sagen. Ich habe da unterkommentiert, dass der eine von den beiden auf jeden Fall ziemlich krass ist. Woraufhin dann, wie heißt der Kollege, Rexo, das andere Keta-Kid, sich beschwert hat, warum ich ihn beleidige. Ich bin natürlich nur neidisch, ist richtig, dass er mir meinen ehemaligen Teampartner geklaut hat. Dann finde ich von Nice die Quali noch dope. Das ist Tobi Nice, sogar auch ein recht großer YouTuber, der nicht Beats, sondern Remixes produziert. Ah, nice, ja. Mit 18.000 Abos sogar auf YouTube. Mhm. Also mal gucken, was von dem noch so kommt. Nature macht er, ist immer wieder irgendwo dabei. Ja, Nature auf jeden Fall auch stabiler Rapper. Beispielsweise habe ich ja gerade eine Bonus-Battle-Runde gegen Jastic bekommen. Ja. Die finde ich auf jeden Fall qualitativ ein bisschen besser oder deutlich besser. Aber das heißt ja nichts fürs Battle. Apropos Bonus-Battle, im RPB geht es dann auch gleich weiter, ne? Ja. Also demnächst mal, die Frist ist ja dann schon wieder vorbei, so? Vom RBB zum MLT zum RPB. Im RPB, genau, ist am 26. bzw. 27. der letzte Tag der Frist. Wie viele Runden hast du schon bekommen? 3 Stück habe ich bekommen. Nice, also, die lassen jetzt, sich alle noch ein bisschen Zeit, ne? Bis jetzt abgegeben haben Rain, Romantik und Hypercock, genau. Also Babe und Akolus. Das sind auf jeden Fall alles 3 Banger-Runden. Ich kenne auch noch 2 Runden, die richtig gut geworden sind. Ich habe auch hier und da schon Audios gehört. Ja. Leider sind die Feigen-Drill Boys. Ja, da hat mir der Winzort geschrieben, dass sie keine Runde machen können. Das ist natürlich schade. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, so, dass man sich so koordinieren kann. Ja, aber also die waren voll motiviert. Ja, eben. Haben den Lucky Loser bekommen und dann ist natürlich schon besonders schade. Ja, ist schon schade, ja. Er hätte jetzt auch dann Team oder Baccarat jetzt hier. Dann ja, Baccarat auch so motiviert. Ja, hätte er auch eine Runde machen können. Ja, aber ich bin gespannt. Wird bestimmt ein Banger. Das erste Battle, insofern die pünktlich abgeben,
wird dann White People Suck versus Astro Cut und Felix sein. Da bin ich sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall ein kontroverses Battle, denke ich. Oh Gott. Und der Menschen sind ja einige Qualis online gekommen. Die dritte Woche, ne? Oder Woche. Dritte. Was sagst du denn zu den Qualis? Zum Dimensions allgemein erstmal ist natürlich super gestartet. Also erstmal auch ein sehr hohes Grundniveau, ähnlich dem CLT. Also nicht ganz so hoch, aber auf jeden Fall auch hoch. Motivierte Leute, nur krasse Videos gefühlt. Auf jeden Fall ein gutes Teilnehmerfeld aus starken, interessanten Rappern. Und auch Leuten, sag ich mal, die da ein bisschen den Witz reinbringen oder vielleicht auch auf eine ironische Art und Weise gefeiert werden. Nee, sowieso weil, ziemlich divers, das Teilnehmerfeld auch. Ja, also, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das auch und beispielsweise das NSC ist zurück-Meme, das ist die Quali Nummer 2 und da rappt er halt immer in der Hook, NSC ist zurück. Allerdings, glaube ich, haben ihn die Leute außer vorher im NAR noch nicht irgendwo wahrgenommen und dadurch wurde es halt zurück. Ein bisschen zurück vom Rewe oder was auch immer, aber auf jeden Fall. Was. Dann der Tänzer im Finestic-Video, der hat das. Der ist super. Der ist jetzt kein Meme, sondern der hat er dafür gesorgt, dass Leute seine Kunst feiern und sogar eine Petition gemacht haben, dass er mal anfangen soll. Rappen soll, ja, die habe ich gesehen, die ist super. Ja, wobei der halt auch die Frage wäre, warum, wenn jemand tanzen kann, warum soll er dann rappen? Also so, was denn das für eine... Das machst du noch viel witziger, so ist komplett random. Was ist das für eine Schlussfolgerung? Aber gut. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich, dass Reisdemol wieder zurück ist, dass der mal wieder so ein bisschen was macht. Auf jeden Fall ein diverses Teilnehmerfeld. Das NAR ist ein Drittel. Was hast du so gesehen davon? Ja, also erstmal, damit wir das auch hier nicht falsch sagen, es ist natürlich nicht das NAR, sondern die NAR Champions League. Ja, bin ich mal gespannt, ob es die letzte Staffel bleibt oder ich hoffe ja, es geht noch weiter. Es ist ja auch ein lustiger Mitspieler im Battle-Rap-Game. Das ist richtig, das ist richtig. Noch so eine ganz andere Facette. So was sagst du, was soll die Runde der Woche werden? Die Driten und Jensen Fiethagen-Runde wäre tatsächlich auch meine persönliche Runde der Woche. Also hier die anderen Vorschläge, Dr. Lukas Frank, naja. Ja, also so dumm das klingt, aber rap-technisch sind die Leute, die im Dritzel sind, im NAR, halt besser als er. Geschweige denn, wenn wir über das TNM-Finale reden, wie weit der Abstand da ist, was die künstlerisch drauf haben. Ja, dann war es das mit den Themen der letzten 2 Wochen. Hoffen wir doch mal, dass den Leuten diese Darreichung der News besser gefällt. Bisschen mehr Substanz reinbringen in die Sache, also es hat ein bisschen gefehlt, ein bisschen mehr Persönlichkeit. Ja, hoffen wir, dass es ankommt. Wenn nicht, dann ist es so. Bewerbt euch als Gast, ist auf jeden Fall spaßig hier. Mit dem Crackbot und Fenno. Na klar, der Crackbot ist sowieso unterhaltend, das fuck. Ja, war sehr unterhaltsam, können wir auch gern öfter machen. Finde ich eigentlich so ganz entspannt. Ist auch entspannter, als jetzt so eine Folge zu schneiden. Und ich weiß nicht, vielleicht bietet sich das sogar an, das auch als Podcast irgendwie hochzuladen. Kannst du dir ja auch mal Gedanken drüber machen. Ja, mal sehen. Ich werde es sowieso hart zusammencutten, sodass so ein kürzeres Video draußen steht. Ich würde mal sagen, wie lange nehmen wir schon auf? 1 Stunde jetzt ungefähr. Also das wird es wahrscheinlich dann doch eher so 20 Minuten, so wie wir gelabert haben, aber... Von mir, tschüss, vielen Dank, Fenno, für die Einladung. Kein Problem. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Bist ein toller Gast. Ja, gerne doch. Und schauen wir, was wieder in der Battle-Rap-Welt so passiert. Und, ja, passt. Dann schließen wir ab mit der Runde der Woche, die wir unbedingt umbenennen müssen. Irgendwas, wir müssen was anderes machen bei Runde der Woche. Es ist nicht mehr wöchentlich. Und auf Wiedersehen. Oder nicht normal, wenn wir kommen mit der Gang. Guck mal, ich rap an, das sind alle denken, denn du bist am Anfang, fang schon mal an zu rennen. Linken Haken, Jensen, es gibt keine Konkurrenz. Was mich an dich stört, der du Vollidiot, halt's Maul. Hast dir Rappen selber beigebracht und Deutsch anscheinend auch. Deine Mom tanzt abends gerne an der Stange in nem Club. Und deine sogenannten Punches sind nicht mehr als heiße Luft.